Willkommen zu einem neuen Hardware-Lux-Video. Wir haben heute ein weiteres Produkt aus der Kategorie Smart Home für euch, und zwar die Alo Pro 2 von Netgear. Die Alo-Kameras kennt ihr ja schon aus diversen Tests bei uns. Und zwar haben wir schon die Alo bei uns auf der Webseite gehabt, die Alo Pro in einem Video, und wir haben euch auch schon gezeigt, wie man das Ganze einrichtet. Jetzt gibt es die Alo Pro 2, und wenn man sich die beiden Kameras mal anschaut, die Alo Pro und die Alo Pro 2, sieht man, dass es überhaupt gar keinen optischen Unterschied gibt. Nur hier vorne der Rahmen, der ist jetzt bei der neuen Kamera weiß und nicht mehr schwarz. Ansonsten alles wie gehabt, Mikrofon- und Lautsprecheranschluss, der Sync-Button, um die mit der Basisstation zu koppeln, Bewegungsmelder im Endeffekt und die Kamera selber und natürlich hier drinnen auch wieder der Akku, so wie bei der Alo Pro. Nun, was hat sich verändert? Zum einen hat sich die Auflösung verändert. Die Alo Pro 2 kann jetzt Full HD aufnehmen. Bei der Alo war es noch 720p. Die Auflösung ist dadurch etwas schöner geworden natürlich, aber naja, wenn man das sich mal überlegt für eine Überwachungskamera, die Alo Pro hat vollkommen ausgereicht. Jetzt kann man aber vielleicht noch ein bisschen reinzoomen, ein bisschen genauer und schärfer das Ganze sich angucken. Und das wollen wir euch auch mal zeigen. Wir haben jetzt hier nämlich die Alo Pro mal, die Alo Pro 2 mal so aufgebaut, als hätten wir sie als zweite Kamera in Verwendung. Da vorne steht sie. Und anstatt der normalen Kamera, die wir sonst euch immer als Gesamtbild zeigen, nehmen wir heute mal die Alu-Kamera. Von der Schärfe ist das, denke ich mal, vollkommen okay für eine Überwachungskamera. Aber aufgrund der Full-HD-Fähigkeiten verbraucht sie natürlich etwas mehr Strom. Und wir haben deshalb mal im letzten Monat so ein bisschen mit der Alo Pro 2 schon rumgespielt und können sagen, im Alltag merkt man da keinen großen Unterschied. Das heißt, mit der Alo Pro konnten wir ungefähr so 6-7 Monate schon mit einer Batteriefüllung hinkommen. Und auch mit der Alo Pro 2 zeichnet sich das ab, wenn man ungefähr das gleiche einstellt. Ja, dass es keinen großen Unterschied bei der Batterielaufzeit gibt. Aber es eröffnen sich einem neue Möglichkeiten, denn Netgear hat jetzt auch hier hinten, wo man normalerweise lädt, im Endeffekt die Möglichkeit geschaffen, dass man das Netzteil dauernd anschließt. Und damit kann man dann 24/7 aufnehmen. Das wird dann sofort freigeschaltet. Das heißt, es ist hier nicht so ein Live-View, wie man es jetzt gerade sehen kann, sondern es ist im Endeffekt dann auch 24/7 gespeichert. Und man kann durch diese 24-Stunden-Aufnahme natürlich auch Events direkt starten lassen zu dem Moment, wo sie tatsächlich auch passiert sind. Ihr habt das vielleicht bei eurer Kamera schon mal gesehen oder auch in Demonstrationen oder so. Der Bewegungsmelder nimmt zum Beispiel auf, dass die Tür aufgeht, dann startet das Video natürlich sofort und man bekommt das dann etwas mit Versatz. Im schlechtesten Fall steht die Person dann schon sozusagen im Flur, wenn das Video startet. Und das muss jetzt nicht mehr der Fall sein, weil die Alu im Endeffekt ein paar Sekunden vorher auch schon aufgenommen hat und dann das Video entsprechend 3 Sekunden vorher zusammenschneidet. Ja, ansonsten weiterhin die Alu Pro 2 wetterbeständig. Es gibt auch Skins für draußen, wo man sie ganz gut verstecken kann, wenn man das machen möchte. Was haben wir noch? Die Schall- und Bewegungserkennung natürlich so, wie sie, wie man sie gewohnt ist. Wetterbeständigkeit hatte ich schon, 2-Wege-Audio, Nachtsicht. Das ist überhaupt noch eine nette Funktion. Die hat sich aber auch nicht verändert. Also insofern eine kleine Modellpflege von Netgear mit Zubehör, was ich ganz interessant finde. Man kann dazu kaufen mittlerweile so einen Arm. Da wird die nicht mehr per Magnet dran befestigt, wie bei den anderen Haltungen, sondern sie wird tatsächlich festgeschraubt. Und dann kann man im Endeffekt mit der Schraube hier die Kamera festdrehen und dann das in verschiedenste Situationen irgendwo festmachen. Ob das jetzt um irgendeinen Gegenstand drumherum ist, dass man sich hier irgendwo so eine Schlaufe baut oder wie auch immer. Da
kann man seine Fantasie mal freien Lauf lassen. Und es gibt natürlich auch noch vielfältige andere Möglichkeiten, die Alucams einzusetzen. Das Schöne ist, es gibt jetzt auch Alu auf Amazons Show. Und das wollen wir euch auch mal kurz zeigen. Man kann jetzt hier nämlich, je nachdem wie die Kameras benannt sind, einfach sagen, Alexa, zeig mir Küche Eingang. Okay. Ja, und dann dauert es einen Moment. Dann wird im Endeffekt das Bild auch auf Alexa Show angezeigt. Wir haben mit NetGear gesprochen. NetGear möchte über Alexa noch weitere Sachen einbinden. Man möchte zum Beispiel Notifications auch liefern. Es gibt auch die Möglichkeit, sicherlich über Alexa die Funktion an- und auszuschalten, die Überwachung an- und auszuschalten. Und diese ganzen Funktionen sind noch Entwicklung, sind noch nicht frei. Aber wie gesagt, die erste Möglichkeit gibt es schon, um sich das Bild dann auf der Show anzuzeigen. Ich sage jetzt mal Alexa, stopp, sonst hört sie die ganze Zeit zu. Das hat jetzt nicht funktioniert. Alexa, stopp. Das wird gleich noch zu einem kleinen Alexa-Video hier. Ja, und ansonsten, was können wir dazu sagen? Die Schärfe ist in der Tat ein bisschen schöner geworden. Das Setup ist genauso einfach wie bei der Alu Pro auch. Das hatten wir euch ja hier gezeigt schon mal. Ich kann da ja mal eben reingehen. Wenn ich hier weiter nach unten scrollere, kann ich sagen, Gerät hinzufügen. Und dann gibt es hier die Möglichkeit, eine Alu dazuzufügen. Ich wähle die Basisstation aus und dann wird man hier durch die Guide geführt. Ist wirklich einfach möglich, das Ganze zu machen. Und die Kameras verbindet man dann hier mit diesem Sync-Button. Da drückt man einmal hier drauf, einmal auf der Basisstation. Und dann haben die sich schon verbunden. Einfaches Aufsetzen auf jeden Fall. Und was man natürlich auch mit der Alu Pro 2 machen kann, ist im Endeffekt hier den Modus. Da gibt es Geofencing als Modus. Da habe ich jetzt hier mal unser Office nicht ganz eingestellt. Man muss manchmal tricksen. Ich wohne relativ nah dran und hätte ich den Radius tatsächlich hier in die Mitte fokussiert, würde ich sozusagen bei der kleinen Reichweite nicht mehr auslösen, dass die Überwachung angeht, wenn ich zu Hause bin. Und deshalb kann man ein bisschen tricksen, man kann ein bisschen eine andere Adresse angeben und dann erreicht sozusagen die, ja, dann kann man die Alu so ein bisschen austricksen und sie geht dann tatsächlich auch an, wenn man nur ein paar Häuser weitergeht. Ja, das funktioniert ganz gut. Man kann natürlich hier auch einen großen Radius einstellen. Dann hat man sozusagen auch ein etwas größeres Feld abgedeckt. Das geht auch. Und man kann natürlich auch verschiedene Zeitpläne zum Beispiel einstellen, wann die Kameras an sein sollen und wann nicht. Das bietet sich hier im Office zum Beispiel an, weil ich weiß, morgens, okay, irgendwann so zwischen 8.30 Uhr und 9.30 Uhr kommen die Kollegen. Dann soll natürlich kein Alarm ausgelöst werden. Dann könnte ich das entsprechend hier auch so, so einstellen. Jetzt hat er mir natürlich auch schon den Hinweis gegeben, im Endeffekt, dass sich hier was bewegt in der Küche. Das ist natürlich klar, da sitze ich gerade. Insofern, danke fürs Zuschauen. Falls ihr noch Fragen habt, kommentiert und wir kümmern uns dann in den Kommentaren um die Antworten. Danke fürs Zuschauen und bis bald.